Herzlich willkommen zurück zum Mission GC, zu einem ganz, ganz besonderen Slot für mich persönlich, denn Maurice und ich, den Maurice kennt ihr ja bereits, haben wir ja schon mehrfach hier begrüßen dürfen. Julius kennt ihr auch. Wir haben den Markus Heitz zu Gast. Und Markus Heitz, du bist Autor der Zwerge-Serie, einer meiner absoluten Lieblingsbuchreihen. Und dich jetzt hier begrüßen zu dürfen, das ist für mich persönlich und ich denke auch für Maurice was echt Cooles. Julius hat sich um diesen Slot gerissen. Ich habe mich um diesen Slot gerissen. Sehr cool. Der aber Fanboy. Du hast das Spiel auch noch nie selber gespielt zu deinem eigenen Buch. Nee, weil ich, ich freue mich hier sein zu dürfen und ich bin sehr gespannt, wie super toll ich mich gleich blamiere. Ja. Weil mein Computer ist sozusagen very special, ich nenne keine Markennamen, aber auf alle Fälle das Spiel lief damals noch nicht so drauf. Okay, verstehe. Weil du ja auf einem Mac arbeitest, Er wollte keine Markennamen nennen. Ja, aber ich. Ja. Also du hast uns auch gerade erzählt, dass du auch mehr zu Shootern neigst, persönlich. Wir waren früher mehr die Tactical-Shooter-Abteilung. Diese Rollenspiele waren super, aber ich war mal furchtbar schlecht in Taktik. Okay. Also bei mir hat es gereicht für diese wunderbaren Brettspiele, Warhammer 40k und sowas. Das haben wir gespielt, aber am Computer neige ich dazu, schnell in Panik zu verfallen und Menschen durch die Gegend zu schieben und Truppen sofort zu verlieren. Aber einen Shooter wollten sie nicht draus machen aus den Zwergen. Ja. Ich habe gefragt, ob sie das mir zuliebe machen. Vielleicht so ein extra kleinen Level mit Axtwerfen war ein guter Hinweis. Ich hätte vielleicht ein Katapult genommen, dann auf Albe schießen oder sowas. Aber jetzt muss ich gucken, wie ich hier durchkomme. Das stattdessen haben wir jetzt ein taktisches Rollenspiel und das werden wir jetzt spielen. Genau, und du bist also da schon ich werde nicht spielen, Markus wird spielen. Markus wird spielen und Maurice wird den Markus ein bisschen unterstützen, weil Maurice hat sich das Spiel schon mal eingeschaut. Genau, er ist mein Coach. Ich denke, du musst auf Kampagne jetzt Ja, ja, wir gucken mal. Und dann dürfte das losgehen. Und wir spielen den Anfang der Bücher. Wir werden jetzt sehen, ob das geborgene Land auch gefallen wäre, wenn Markus Heitz persönlich mit den Fünften auf dem Schlachtfeld gestanden hätte. Das ist der Grund, warum ich drüber schreibe. Ja? Ah, also wenn ich das ausspielen müsste, wäre das problematisch. Geht los. Also du hast ja nicht so einen Charakter. Müssen wir jetzt ruhig sein? Gibt's ja. Es wird was gesagt, ja. Ja, ich weiß nicht, ich muss Alex mal kurz sagen, ob man überhaupt was hören kann, weil es ist mit dem Ton ein bisschen schwierig, hier ist sehr laut. Ja, was sind auf der Gamescom? Vom Spiel hört man was? Ja, ein bisschen hört man, okay. Sehr schön. Wir hören nichts. Sehr gut. Ja, wir können nichts hören. Nein, aber es sieht cool aus. Es sieht sehr cool aus. Ja, das hier haben wir Glandalin, der tapfer sich den Orks in den Weg stellt. Also das bist jetzt du. Wenn ihr mir jetzt noch sagt, wie die Tastaturbelegung ist, wenn es eine gibt. Das wird das Spiel dir sagen. Oh der Anfang mein Gott. Gibt dir auch ein, es gibt ein Tutorial. Der Anfang gibt dir auch ein kleines Tutorial, das ist ganz praktisch. Einer der Gründe, warum wir diese Szene spielen, er lädt jetzt gerade noch. Meine Damen und Herren, ein wahnsinnig magischer Moment gerade. Markus Heitz spielt das Spiel zu seinen eigenen Büchern zum ersten Mal. Was ein bisschen abgefahren ist, aber ich gebe mir Mühe. Das muss doch ein interessantes Gefühl sein, oder? Also ein schweißtreibendes Gefühl, weil es wird so eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut. Ja, ein bisschen. Oh, es tut sich ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich würde dich jetzt beruhigen, wenn es nicht, aber es ist leider wirklich so. So, hier haben wir. Genau. Jederzeit Leertaste pausieren, das ist schön. Ja. Und die Leertaste ist schon mal meins. Ja, sehr gut. Kamera bewegst du mit der Maustaste und dem Mausrad. Und du kannst jetzt per Rechtsklick deinen Kerl bewegen, wenn du mit dem Maus... Ich muss erstmal. Wir zoomen hin und her. Aha. Deine Brüder rufen dich, siehst du nicht? Ja. Erstmal die Steuerung, Chip. Moment. Klick links unten auf Sturmangriff oder Sprungangriff. Oder E drücken, damit kannst du dann in die Schlacht springen, wie ein Zwerg das tut. Ein Zwerg springt in die Schlacht? Na, dann machen wir doch mal. Hast du das auch so geschrieben? Auch Zwerge können das. Welche Seite sind wir jetzt, Markus? Wir sind natürlich die Guten. Wenn ich meine, welche Seite? Buchseite? Ist der Anfang tatsächlich. Ja, also das ist tatsächlich der Anfang und 15. zwar als der Sturm auf das geborgene Land beginnt. Genau, die Orks greifen hier an und wir verteidigen das Tor. Jawohl. Und das Spiel will so ein, es geht darum, dass du tatsächlich hier mit wenigen mannhaften Zwergen gegen Horden von Orks kämpfst. Darum wie geht es ein wenig. Ja ist, ne? Und die hin und her. Ich merke, wenn man das sozusagen als armer Zwerg versucht, ist das gar nicht so leicht. Du kannst mit Q hast du einen schweren Angriff und mit W einen Sturmangriff. Nein, ich springe hier mitten rein, Freunde. Oder das ist auch eine Möglichkeit. Die sind alle tot, die habe ich alle platt gemacht, das ist hervorragend. Du merkst also quasi, dass du deinen lieben Buchcharakteren ganz schon was aufgegeben hast. Ja, haben ordentlich was zu tun. Wie man an meinem Gesicht sich natürlich leicht. Ne? Wie man an meinem Gesicht sieht, ist das auch sehr... man muss aufpassen, was man tut. Nein, nicht die einigen Leute angreifen, denn es gibt, glaube ich, Friendly Fire, wenn ich mich erinnere. Gibt es, soweit ich weiß, ja. Ja. Und vor allem musst du aufpassen, dass du nicht gnadenlos verreckst.
Oh, jetzt? Oh. Sie werfen dir Bomben herunter, die du nehmen kannst. Ja. Da musst du nur dahin gehen. So weit sind wir noch im Kanon, oder? Ja, nee, Bomben nicht, aber man muss ja immer. Ich glaube, du solltest machen. Hinausspringen aus der Schlacht. Ja, ich merke gerade, sonst komme ich hier nicht hin. Kannst den Sturmangriff natürlich auch zur Flucht wählen, das ist taktisch klug. Springen! Jetzt genau in die Bombe rein. Jetzt haben wir Bomben, genau. Jetzt kannst du vielleicht ein bisschen zurückbleiben und die werfen mit R. Mit was? Mit R. Mit R, genau. Ach, R wie Bombe. Genau. Aber nicht für die eigenen Leute? R wie Bombe, doch. Die kriegen das hin. Die kriegen das hin. Das ist also... Wenn die Zwerge so gekämpft hätten, hätten die Alvey keine dreckigen Tricks gebraucht, um die zu gewinnen. Aber ich gebe dafür alles. Ja? Ja, inklusive deiner eigenen Verbündeten. Das war gerade zum Beispiel so eine Aktion, die ich von Boeing Deal erwartet hätte. Ja. Der Ingrim spackt dich. Ich bin ja auch so ein bisschen in Rage. Und du kannst eben auch damit, wenn man es richtig timet, kann man mit Bomben oder Sprungangriffen die Orks auch über die Brücke in den Abgrund werfen. Das meinst du, ich soll das nochmal probieren? Eine Physikkomponente. Da zum Beispiel, da würde es bestimmt jemand wegfliegen, wenn du hier eine Bombe reinhaust. Der Sprungangriff haut sie, glaube ich, nicht genug zurück. Nee. Aber die Bomben dürften es schaffen. Wenn du auf diese Horde da was wirfst... Wo bin ich eigentlich? Ah, da oben bin ich, gut. Du bist der mit der grünen Leiste. Ich guck mal. Da sieht man es, glaube ich. Oh, schön. Das finde ich sehr witzig an dem Spiel. Das war ein Strike, oder? Ja. Das war okay. Beim Bowling sagt man zurückgeschlagen. Strike. Na, hey, ich habe sie zurückgeschlagen. Fürs Erste. Aber das Schlimme ist, du weißt ja, wie nutzlos deine Bedingungen sind am Ende. Und hier haben wir Dieselbart. Aber so, wie ist es für dich so grafisch, wenn du das jetzt so siehst, wie es zum Leben weg Das wurde? Grafische habe ich glücklicherweise schon in aller Ruhe anschauen können. Während im Gefecht selber bist du voll damit beschäftigt zu gucken, wo stehe ich. Habe meine eigenen Leute weggenukt. aber hey... Für den ersten Effekt gar nicht so schlecht. Ich meine halt so vom Gefühl her, ich meine, wenn man so eine Welt halt im Kopf erschafft als Autor und dann sieht man die halt so realisiert. Das war von Anfang an total abgefahren, weil Kinghardt und ich, wir waren direkt auf einer Linie, was das anging, auch das Artwork. Die haben ja alles gezeigt, wie sie es sich vorstellen. Natürlich gehört bei so einem Spiel immer dazu, dass man dem Studio eine gewisse Freiheit lässt, aber im Rahmen eben des Universums, das man sich vorgestellt hat. Und das ist schon ziemlich geil umgesetzt. Da hast du auch total, also da durftest du quasi mitreden, da wurde sichergestellt, dass du damit zufrieden bist. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ansonsten könnte ich mir vorstellen, das ist schwierig als Autor, wenn man so sein Werk hergibt und es wird... Ja, aber in dem Fall... Nimm mein Baby und mach damit, was du willst. Nein, nicht so wirklich. Aber in dem Fall hätte ich gar keine Bedenken, weil Kinghardt einen wunderbaren Mitarbeiter hat, der schon das Brettspiel... Soll ich eigentlich weiterspielen? Ja, bitte. Ja. Oder schränkt es dich ein? Nein, ich werde das so oder so verlieren. Jetzt wurden sie dir auch wieder geheilt, das ist ganz gut. Aber jetzt werfen sie dir auch fiesere Sachen entgegen. Ja, das ist jetzt unfair. Habe ich noch Bomben? Besonders witzig ist daran, dass diese Oger teilweise, kann man darauf achten, auch ihre eigenen Leute in den Abgrund werfen. Ja, so man würde sagen, so machen das die Kreaturen Tions halt, aber du hast das ja auch so gemacht. Ja. Mit den Bomben, deswegen... Wow! Ja, so geht das, Freunde. Nicht schlecht, aber jetzt bist du ganz... Ich würde den König, glaube ich, mal ein bisschen zurückziehen. Dieselbart ist da, glaube ich, etwas in Bedrängnis. Was passiert, wenn er stirbt? Ich glaube, da hat man... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man wird das sowieso verlieren. Aber du kannst ihn heilen, mit E, genau. Ich guck mal, ob ich ihn... Was macht er denn? Genau, dann da hast du so einen Buff, der ihn auch ein bisschen heilt. Ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen. Du hast gerade was gesagt. Ja, weil einer der Kingart-Mitarbeiter... Ja. Ich versuche gerade, meinen König wieder zurückzukriegen. Mhm. Hat damals am Brettspiel schon mitgearbeitet. Okay. Und der kannte sich mit den Zwergen perfekt aus. Insofern war das natürlich... Oh, wir haben verloren. Oh. Du hast Glandalin sterben lassen, während du dich ganz auf den König konzentriert hast. Nein, habe ich nicht. Ja, das war das Problem. Wo können wir denn jetzt neu starten? Müssen wir jetzt... Mach mal Spiel laden. Nochmal Spiel laden. Vielleicht gibt es einen Save Point. Ein Autosave. Ein Autosave. Nimm doch den mal. Ja, laden wir das mal. Das ist von heute. Das ist von jetzt. Gehen wir auf Laden dann. Dann werden wir sehen, ob wir wieder dort sind. Benutze wahrscheinlich, die sehr schön. Wahrscheinlich in der Zwischensequenz. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und der Mitarbeiter von Kinghardt hat beim Brettspiel schon mitgearbeitet und kennt sich halt, wie gesagt, perfekt in der Zwergewelt aus. Deshalb hatte ich gar keine Bedenken. Sehr gut, wir sind wieder da. Ah, mein Gott. Wieder genau rechtzeitig zum Verlieren. Ist doch schön. So, wie war das mit Chap, ne? Chap war da irgendwie was Hast mit Hast du denn dann auch häufiger mal Input gegeben und gesagt, von wegen, nein, der Charakter hatte blonde Haare oder das müsstet ihr anders machen? Die haben oder? Sich tatsächlich eine Wiki angelegt, okay. haben das ganze Buch durchgeforstet und wissen gerade mehr als ich, glaube ich. Ach so. Ich. Echt? Ja. Weil ich ja schon wieder in irgendwelchen anderen Welten bin. Ja, klar, natürlich. Ja, du hast das, ich meine, man muss ja sagen, das basiert ja auf dem ersten Zwergenbuch.
wir hatten es gerade vorher gesagt, das erschien 2003. Ja. Und klar, da, vielleicht hat das man das schon eine Zeit lang her, ne? Wie kam es eigentlich zu dieser langen Pause? Weil es gab ja die drei Zwergebücher und dann sehr lange nichts. Und dann, glaube ich, vor 2 Jahren oder so kamst du dann ja mit dem Schicksal der Zwerge auf einmal nochmal raus. Ja, das Problem ist, dass ich immer nur begrenzte Zeit habe, wie alle anderen Menschen auch. Ja. Und wenn man ganz viele Ideen hat für verschiedene Projekte, dann muss man gucken, was man wann schreibt. Ich versuche ja, gerade diese Oger zu, aber das ist ja, die sind hart im Leben, die Jungs. Also war das aber von Anfang an geplant, dass du mit dem vierten Teil weitermachst? Weil ohne jetzt was zu spoilern, das Ende vom dritten Teil ist ja schon ein relativer Abschluss, sage ich mal. Also es gehört immer dazu, dass mir eine Idee einfällt oder ich Ansätze habe, mit denen ich weiterarbeiten kann, die mir gefallen. Mhm. Alles, was ich schreibe, schreibe ich aus Spaß. Nicht, weil ich muss, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Okay. Und solange mir praktisch... Manchmal läuft es besser, du hast die Oger zu Fall gebracht. Ja, oh, das war jetzt... Aber ich glaube, Giselbart solltest du zurückziehen und lieber mal Glandalin nehmen. Ja, ich versuche ihn da vorne. Ich finde meinen Mauszeiger, Ada. Wie gesagt, denk dran, dass du mit Leertaste pausieren kannst. Ja. Marke Baldur's Gate. Da kann man jederzeit dann Befehle geben in Ruhe. Baldur's Gate habe ich nie gespielt, lustigerweise. Ah, aber probier das mal, das wäre nochmal... Kennt jemand noch Bard's Tale? Mit Leertaste? Natürlich. Ja, aber das ist C4... Ja, hervorragend. C64-Spieler. Probier nochmal mit der Leertaste zu pausieren, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was denn? Mit der Leertaste, das Spiel. Achso. Genau, jetzt, jetzt kannst du dich umschauen, Befehle geben und dergleichen. Das heißt, du wirst später wahrscheinlich dann auch viele Helden haben. Später hast du bis zu 4 Helden, die du dann alle gleichzeitig koordinieren kannst. Ja, genau, das ist der Grund, warum ich bei solchen Spielen immer verdammt schlecht abschneide, weil ich sehr schnell den Überblick verliere. Egal bei welchem Spiel. Deshalb waren wir dann mehr die Abteilung Tactical Shooter, das war völlig klar. Du hast eine Person, du arbeitest im Team und dann schnappt ihr die Fahne oder sonst irgendwas. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Verstehe. Das waren doch als solche LAN-Partys in großen Hallen mit Kabeln. Also abgefahrener Scheiß. Das stimmt, ja. Man würde natürlich klischeehaft von einem Fantasy-Autor erwarten, dass er voll auf Rollenspiele steht. Ja, eigentlich schon, stimmt. Aber wie gesagt, Bard's Tale war damals beim C64. Das war, falls das jemand kennt, mit unendlich langen Ladezeiten. Man konnte zwischendurch aufs Klo gehen, einen Tee machen, was auch eine Stunde Miniaturen anmalen. Dann war man im nächsten Schritt vorwärts. Ich war Rollenspieler 16 Jahre lang, also Pen and Paper, und habe mich dann da voll und ganz ausgelebt. Ah, verstehe. Okay. Und so kam auch im Grunde die Zwergewelt ein bisschen zustande. Als Rollenspieler weißt du einfach, was zu einer Welt gehört. Weil du dich so lange in diesen erdachten Welten bewegst, dass für dich völlig leicht ist, das klingt komisch, ist aber so, dir neue Welten auszudenken. Das heißt, dafür bin ich ein scheiß Handwerker, das muss man dazu sagen. Das heißt, man kann nicht alles. Wenn du jetzt einen Charakter designst, dann machst du das fast wie ein Rollenspielcharakter. Du überlegst nicht dir wirklich nicht fast, all. Sondern genau so. Du überlegst all seine Motivation, schreibst genau, was ist das für ein Typ. Auch wenn es vielleicht eine eher kleine Rolle innerhalb der Geschichte, die du erzählst. Also Nebencharaktere natürlich nicht. Die gesungen an Rot, Red Shirts bei Star Trek, wo man genau weiß, wenn die auftauchen, sind sie tot. Mhm. Große Charaktere, die kriegen natürlich schon einen eigenen Eintrag bzw. eine Charakterkarte, wo alles drinsteht, was man so braucht. Das ist echt cool. Jungs. Und apropos Charaktere, du hast ja tatsächlich was Neues beigetragen zu diesem Spiel auch, oder? Wir haben eine Kickstarter-Kampagne dazu gemacht. Und das hier mal gerade hier Rock'n'Roll. Wir haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und da war eine des Goals. Also wir haben die Leute gefragt, was wollt ihr noch zusätzlich haben. Und tatsächlich haben die Fans gesagt, wir hätten gern einen neuen Charakter und eine neue Kampagne. Also habe ich mich hingesetzt und habe das schön gemacht. Sehr gut. Also eine neue Kampagne im Sinne von im Spiel gibt es, genau. Gibt es, es gibt einen neuen Charakter, einen neuen Abschnitt, den es im Buch so nicht gab. Ah. Und also den wir extra für das Game sozusagen, den ich extra für das Game entwickelt habe. Sowohl den Charakter als auch die Quest. Okay. Ich will jetzt gerade nochmal, weil wir haben natürlich bestimmt auch viele Zwergefans unter unseren Zuschauern. Und, vermutlich, deswegen natürlich. Fragen wir mal den Daniel, ob da irgendwelche Fragen reingekommen sind. Jawohl. Und du kannst ja mal über die Brücke vorstoßen. Achso, ja, danke. Maurice, du musst die Frage, glaube ich, mal kurz annehmen und an uns da übersetzen. Zum Beispiel Locarusa, wenn Herr Hyde sich entscheiden müsste, in einem seiner erschaffenen Universen für immer zu leben, die Zwerge, Kollektor, Kinder des Judas und so weiter, welches würde er wählen? Ich habe kein Wort verstanden, ich bin also ja am Töten. Ich gebe das weiter. Ja, sehr schön. Ein Nutzer fragt, wenn du dich entscheiden müsstest, in welchem deiner Universen du für immer leben müsstest. Oje, oje. Deine sind ja oft nicht ganz so liebenswert als Welten. Ich habe zwei Kinderbücher geschrieben, vielleicht kommen wir da ins Geschäft. Ach so. Nein. Da gibt es ganz viel, wo ich mal ausprobieren würde tatsächlich. Na, ausprobieren nicht. Für immer leben. Würdest du für immer im geborgenen Land leben wollen?
Ich überlege mal, bei den Albe wäre ich, glaube ich, gern Filmer. Das wäre ganz cool. Echt? Ja. Aber da ist es doch ekelhaft. So mit Blut und Mord. Nein, und die haben einen Sinn für Kunst. Ach so. Ja. Ja. Ja, dann. Hat er recht eigentlich. Ja. Haben wir weitere Fragen? Ja, ja, und wieder eine Frage von Pen & Paper, unserem Rollenspiel-Experten und unserem auch Pen & Paper-Freund, den wir von der Gamster-Redaktion kennen. Wenn das Spiel, also die Zwerge, den gewünschten Erfolg bringt, ist es denkbar, dass Herr Heitz auch andere Romane versoften lässt? Da will einer wissen, wenn dieses Spiel Erfolg hat, könntest du dir vorstellen, dass du dann auch weitere deiner Bücher, zum Beispiel die Albe, in Spiele umsetzen lässt? Das liegt da jetzt nicht unbedingt an mir, aber ich glaube schon. Ein bisschen doch, oder? Du musst ja die Lizenz herausgeben. Wir müssen erstmal gucken, wie es bei den Leuten angenommen wird. Und dann, ach, die können wir auch angreifen, das ist ja eine coole Sache. dann gucken, wie es angenommen wird. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg. Okay. Weil KingArt hat das super gemacht. Und wenn es den Leuten gefällt, wäre das ich cool. Eine letzte Frage tatsächlich dazu. Die Story von dem Spiel, handelt die jetzt von dem ersten Buch nur? Genau. Aber, und dann plant ihr aber wahrscheinlich ja, oder wenn es gut läuft, auch dann das auch fortzusetzen vielleicht, oder? Das kann man so machen. Der Vorteil von mir ist ja, dass es noch die Albe-Serie gibt. Ja. Und rein theoretisch könnte man, weil die Albe-Serie teils davor spielt oder mittendrin, kann man es mischen. Hm? Okay. So, wir wollen denkbar nicht weiter spielen. Das Spiel sollen wir aufhören, genau. Ach so. Das Spiel, ich bekomme gerade aus der Regie angezeigt, das Spiel aufhören. Ja gut. Du hast dich ordentlich geschlagen. Du hast dich super geschlagen. Ich kam über die Brücke. Wir hören jetzt gerade auf, bevor deine Zwerge von der Story-Sequenz doch noch abgemurkst werden. Ja. Das heißt, du stehst jetzt recht gut da insgesamt. Du hast eigentlich jetzt geschafft, genau. Yay. Wie ist denn jetzt vielleicht abschließend für dich das Fazit so, zum ersten Mal das Spiel über dein Buch zu spielen? Es ist ziemlich cool. Es gibt Möglichkeiten, die es im Buch nicht gab, was Attacke-Version angeht. Aber es macht unglaublich viel Laune. Und ich habe es sogar geschafft. Also selbst Menschen, die noch in solche taktische Spiele reinwachsen müssen, so wie ich, keine Angst, es funktioniert. Mhm. Ja, und vor allem so, ich fand vor allem so cool, so die Atmos ist natürlich grandios, was man alles machen kann. Die Physis halt so, dass auch wenn das Leute von der Brücke fallen, Sachen kaputt gehen und so. Ja. Dafür sind Orks ja da, um von Zwergen durch die Gegend gehämmert zu werden. Ja, zum Beispiel. Letztlich. Genau. So, Markus, wir kommen jetzt zu dem Teil, vor dem du wahrscheinlich schon Angst hattest. Nein, ich hatte vom Spiel Angst, aber okay. Okay. Aber ja, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Du musst jetzt einen Stein aus unserem Jenga-Turm ziehen und ihn unterschreiben. Ich schwitze jetzt schon. Ja. Was passiert, wenn ich den umschmeiße? Dann musst du noch ein Zwergebuch schreiben, ein fünftes. Ein sechstes. Ein sechstes. Julius, schäm dich. Moment mal. Schäm dich, Julius. So, haben wir das auch geklärt? Ja, haben wir das. Ich glaube, jetzt geht er wortlos. Jetzt, nee, jetzt sag doch mal kurz. Hä, wieso ein sechstes? Ja, es gibt insgesamt 5 Zwergeromane. Ja. Das Schicksal der Zwerge der war... Der Triumph. Julius. Aber was war denn... Erstaunliche neue Entdeckungen. Ich glaube, wir beenden das jetzt. Julius, mach dich nicht weiter zum Affen. Egal wo. Ich habe mich verzählt, alles gut. Nein, er meint 5. Egal wo. Oben, der gilt nicht. Achso, was passiert, wenn ich ihn umschmeiße? Das war die Frage vorhin. Ja, dann habe ich ja schon das nächste Buch schreiben. mach mal, aber unter dem hier, weil das sind schon unterschriebene Steine. Also ab hier kannst du so. Ab hier? Ja. Oh, das sieht scheiße aus. Ja, nicht festhalten hier. Hinter mir bitte weg. Ja. Das sieht gut aus. Ich glaube es einfach nicht, dass dieser Turm noch steht. Tada! So, und dann einmal unterschreiben mit dem Stift hier und dann einfach oben drauf wieder drauflegen. Ja, und dann oben drauflegen. Ich bin gespannt. Ja, das muss auch noch klappen natürlich. Das dachte ich mir. Ganz wichtig, mit Vampir-Smiley. Ja, so, cool. Jetzt wieder drauflegen, ne? Genau, jetzt oben wieder drauf. Aber schon so, ne? Also, so wäre unfair, richtig? Ja, ja, das ist richtig. Man muss das ja fragen, ne? Ich meine. Und. Sehr gut. Ja, natürlich gibt es 5 Teile. Ich habe den letzten habe ich vergessen mitzuzählen, der gerade rausgekommen ist. Du kannst deine Ehre nicht mehr retten, Julius. Ja, ich das weiß. War's. Es tut mir leid. Das war's mit meiner Ehre. Ups. Setzen wir uns mal kurz wieder hin. Jo. Das war's. Für mich ein echt cooler Slot. Ich habe mich total darauf gefreut. Ja, hat mir Vielen auch Spaß Dank, dass gemacht. Du da warst, Markus. Sogar reale Sachen durch die Gegend schieben. Wahnsinn. Ja.
Hier bei uns gibt's alles. Du hast dein Geschick in allen Dingen unter Beweis gestellt. Wie ein Zwerg. Yes. Wie ein Zwerg. Gut, das war's, Markus Heltz mit die Zwerge. Und hier bei uns geht's gleich weiter mit For Honor. Das bin auch ich. Ja. Oh. Ja, Mensch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Pause. Ciao.